Ja, im PEGA gibt es eine ganze Menge Neues. Ich würde gerne mal darüber berichten, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben. Wir hatten Anfang April eine Baumpflanzaktion durchgeführt vom Gelände des ehemaligen Centers in Widerau. Da hat die Stadt PEGA vor 3 Jahren rund 25 Hektar Land gekauft. 8 Hektar haben wir jetzt bepflanzt, haben einen Erstaufforstungsantrag gestellt und haben gemeinsam mit der Stiftung Wald für Sachsen das Gelände dort bepflanzt. Natürlich auch wieder mit einer Pflanzaktion mit unseren Bürgerinnen und Bürgern. War ganz großer Zuspruch. Über 100 Leute haben sich beteiligt und ich denke mal, es ist eine ganz tolle Sache gewesen. Und wenn es wieder mal klappt, wenn wir wieder eine Fläche haben, werden wir das sicherlich wiederholen. So eine Waldpflanzaktion hat ja schon eine gewisse Tradition in Pegau. Ja, am 6. Mai haben wir unseren neuen Schulhort eingeweiht. War eine ganz tolle Sache. Das ist ja ein Hochwasserersatzbau. Der Schulhort unten auf dem Schützenplatz war ja im Hochwasser damals stark geschädigt worden. Wir haben eine Stelle gesucht, die nah an der Schule ist, die auch hochwassersicher ist. Und das ist uns gut gelungen. An der Ecke an der Schule zum Vorwerk haben wir jetzt ein zweistöckiges Gebäude gebaut. Das ist architektonisch ganz toll geworden, passt sich gut in unsere Altstadt ein. Und wir haben viel Lob bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern, die dort waren. Wir haben einen Tag der offenen Tür veranstaltet zur Eröffnung am 6. Mai. Und jeder konnte, der Interesse hatte, sich das mal ansehen. Und ich sage mal, der beste Lohn war ja das Lachen der Kinder. Die haben sich gefreut über ihren neuen Ort und das ist eine ganz tolle Sache. Was wir auch machen wollen, ist unser Freibad. Da sind wir schon viele Jahre dran. Das ist ein großes Problem. Was heißt ein Problem? Es ist ein finanzieller Kraftakt, sage ich mal, das zu meistern. Wir hatten das Pech, dass PEGA im Hochwasser 2013 stark betroffen war. Da ist auch unser Becken stark beschädigt worden. Man kann sagen, das Hochwasser hat unserem Becken noch einen Rest gegeben. Wir haben es bei den Hochwassermaßnahmen angemeldet. Wir haben auch die Zusage bekommen. Das einzige Problem war, die Ausschreibung hat ergeben, dass die Kosten, die doch ganz andere sind, als die wir im Bewilligungsbescheid hatten, da gab es doch eine ganze Weile Ringen mit der Sächsischen Aufbaubank. Am Ende hat es zum Erfolg geführt, die vielen Monate, die wir da im Kontakt gestanden haben, versucht eine Lösung zu finden. Es gab jetzt Ende April einen Bewilligungsbescheid, es sind nochmal 796.000 Euro aufgestockt worden, sodass wir 1,8 Millionen Euro jetzt zur Verfügung haben zur Beckensanierung. Ein paar Sachen muss die Stadt PEGA selber tragen, da rechne ich so mit 250.000 Euro rund ungefähr und dann wollen wir die Sache dieses Jahr noch angehen. Ja, und was wir auch wieder eine tolle Idee hatten, der Stadtrat umgesetzt hat, ist unsere Wasserkraftanlage. Wir sind jetzt Besitzer einer Wasserkraftanlage, wir haben die Untermühle gekauft und jetzt wollen wir dort unser eigenes Netz aufbauen. Die Kabel sind schön verlegt und mit der Untermühle, wenn dann im Sommer die Schulferien sind, schließen wir dann unsere Grund- und unsere Mittelschule sowie die Turnhalle an unser eigenes Netz an. Wir stellen also dann unseren eigenen Strom her, der ist dann preisgünstig, weil wir ja unser eigenes Netz haben, keine Netzentgelte zahlen müssen und ja, ist auch Ökostrom aus 100% Wasserkraft und ich denke mal, das ist eine tolle Sache und unser Beitrag zum Klimaschutz und da freuen wir uns sehr, dass das so gelungen ist. Ja, und wer mal gucken will, was in PEGA so alles passiert ist in letzter Zeit, der kann gerne Samstag oder Sonntag mal nach PEGA kommen. Da ist unser Heimatmuseum geöffnet im Sommer und auch die Kirche, die St. Laurentius Kirche und da kann man sich das alles mal angucken. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie uns mal gerne besuchen würden.